Welches Kind war für das Bündnis verantwortlich? Hast du das? Nee, das ist Danelak. Das heißt, wir müssen uns mal wenigstens ein starkes Bündnis noch holen. Ansonsten wird's. Ne, wir werden dann ständig belästigt, wenn das nicht der Fall ist. Hier unsere betrunkene Ehefrau, betrunkene Tochter. Bergslagen 2000. Hier in Schweden ist das. Ja, da geht doch noch ein bisschen mehr, oder? Wenn wir unseren Sohn vermählen. Ah, Schweden. 6000. Mit der Ingrid. Mit der Signy hätte ich jetzt gesagt nein, weil das unser potenzieller Erbe ist. Noriger wäre auch noch da. Ja, wir nehmen nochmal Schweden, ne? Wir nehmen nochmal Schweden. Ingrid. Auch wenn das jetzt unser Erbe ist. Oh, wir sind sogar verwandt. Wir sind sogar, komm, egal, oder? Egal. Das Bündnis ist wichtiger erstmal. Ich habe keine Ahnung, wieso wir verwandt sind. König Björn. Wird die Mutter vielleicht die Schwägerin von uns? Schwager. Na gut, das Bündnis ist einfach wichtiger. Vor allem, wir bekommen auch nochmal 400 Prestigepunkte. Wir müssten auch die anderen noch verheiraten, damit wir dort auch nochmal schön mit Königen verheiraten, damit wir vielleicht gute Bündnisse bekommen. Ich glaube, wir machen das gleich mal, oder? Wenn wir mal gucken nach Prestigezuwachs. Ohne Bündnis ist auch okay. In dem Fall wären es 400. Kann man denn matrilinear was machen bei euch? Und Prestigezuwachs. Ja, super. Dann die betrunkene Tochter wird verheiratet. Dann dich könnten wir auch neu verheiraten, sehe ich gerade. Die ist. Wieso kann ich dich verheiraten noch? Ja. Also, na, ein bisschen Bündnis wäre schon ganz gut, aber Prestige ist auch nicht schlecht. Aber da geht ja gar nichts bei dir. Bei dir geht ja irgendwie gar nichts, meine Gute. Ach, Moment, die ist am. Die ist nicht bei uns am Hof, oder? Die ist landlos. Am Hof von Prinz Valpo. Ja, kann ich dich wieder an den Hof zurückholen? Du hast ja keinen Ehepartner mehr. Müssen wir mal kurz gucken, unsere Belagerung hier oben. Dass wir die nicht vergessen. Wir warten mal kurz die Events ab. Einmal Heirat. Bündnis geschmiedet. Und unsere Tochter ist wieder am Hof angekommen. Meine Güte, was wir hier herumtricksen mittlerweile. Das heißt, jetzt kann ich hier mal den Ehepartner suchen. Am besten mit Prestigezuwachs, aber auch mit Bündnis. Kann ich beides einstellen? Bündnis. Heiratsprestige. Das wäre, oh Gott, relativ übersichtlich. Östergötland. Ja, komm. Aber da gibt es nur 100. Also wir verheiraten unsere Töchter nur an Könige. Wir verheiraten unsere Töchter nur an Könige, um das meiste Prestige herauszuholen. Ich weiß jetzt schon, dass alles umsonst sein wird. Wir machen uns hier eine mega Arbeit und jetzt stirbt er dann irgendwann. Also Prestige zu wachs hier. König, ne? Dänemark. Anspruch. Auf das Königreich von Dänemark. Guck mal, matrilinear ist halt nix. Da würde ich aber dann auch sagen, okay. Aber ansonsten, hier sind keine weiteren Könige. Das heißt, du verheiratest mal hier rüber. 400 Prestigepunkte. So.
hoffe, ich bekomme jetzt auch die Prestigepunkte und nicht meine Tochter. Oder hat meine Tochter jetzt Prestige bekommen? Kann ich mir nochmal den Tooltip anschauen? Gnomi? Ah! Nein! Oh, da bekommt ja meine Tochter bekommt das Prestige. Na, das hat sich ja richtig gelohnt jetzt. Naja, egal. Wir haben uns in die höchsten Häuser eingeheiratet. Das heißt, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Wir haben ein Bündnis jetzt, zwei Bündnisse. Das soll auch erstmal reichen. 6071. Ach, das ist enttäuschend. Ah. Natürlich. Natürlich bekommt meine Tochter das Prestige. Was? Lauter inzestuöse Vermählungen? Naja, ist ja egal. Wir sind ja bei Crusader Kings. Wir sind ja bei Crusader Kings. So, geh's mal hier runter. Wir sind jetzt bei 69 Vorräte. Wir werden gleich mal nach dem Bündnis in den Krieg gerufen. Natürlich von den 71 ja gerade. Das Bündnis wird sich wahrscheinlich gleich mal wieder erledigt haben hier. Wir gehen jetzt natürlich nicht gegen Björn in den Krieg. Das, nee. Wir verlieren dadurch etwas Ruhm. Oh, das will ich aber nicht. Gegen Dänemark und gegen Schweden. Aber der Krieg ist doch eh schon gelaufen jetzt. Der Krieg ist doch eh schon gelaufen, guter Mann. Man muss ja nur noch abwarten. Das ist jetzt, um was geht es hier? Krieg gegen die Tyrannei, der ist ja sogar schon eingesperrt. Ja, komm, ihr müsst doch nur noch belagern hier und dann hat sich das erledigt. So, okay, da ist es schon vorbei. Ich hoffe, wir haben jetzt kein Prestige verloren. So, das Bündnis ist ungültig. Wir werden uns gleich mal wieder... Kann ich hier diese Scheidung fordern? Geht leider nicht. Ich würde gern für unsere Tochter die Scheidung fordern. Mist. Naja, vielleicht stirbt er ja im Gefängnis. So, 21, 27. Mach mal die zwei Provinzen hier oben noch. Und verziehen uns dann hier noch. Ich glaube, dass wir Richtung Ägypten erst gehen, wenn wir wieder volle Vorräte haben. 6600 in Ägypten. Es könnte schon hinhauen, ne? Aber er könnte sich dann auch ganz schnell noch ein paar Söldner holen und dann ist die Kohle weg. Also Ägypten, vielleicht, dass wir noch Richtung Jerusalem gehen. 3600. Jerusalem hat 94. Und kann sich nicht wehren. Und ich glaube, dass wir das rein von unserer Versorgung noch stemmen können. Bis nach Hause dann. So, raus mit dir. Im Oktober 15... können wir den Lebenswandel wechseln. Venedig hier oben hat 59. Ja, dann gehen wir aber erst, wir gehen erst nach Jerusalem. Wir haben dann hier drin nochmal ein bisschen Verlust, oder? Ja, 300 Verluste hier drin. Wir werden es mal noch durch die Küste hier runter belagern. So, Erbe ist der erste in der Nachfolge von Dänemark. Habe ich was verpasst? Mein Sohn wird König von Dänemark. Das, Moment, das wirft aber jetzt die Pläne durcheinander. Ah,
nein, jetzt, das darf doch nicht sein. Wir dürfen ja keinen Königstitel halten. Das heißt, wenn wir jetzt sterben und er König wird, dann können wir uns das Ereignis nicht mehr holen. Was habe ich denn für ein Glück, Schrägstrich Pech? Wieso, wer wählt denn jetzt was? Wird nach dem Gesetz von Königreich von Dänemark vererbt, männliches Vorrecht. Wird mein Sohn wird gewählt? Sag mal. Ich habe keine Ahnung, wieso die meinen Sohn wählt. Der hat ja nicht mal Land. Die Tochter, Höfling von König Björn in Schweden. Okay. Das macht so hinten und vorn keinen Sinn. Wir müssen unseren Sohn enterben. Oh, apropos unserem Sohn enterben. Was ist denn eigentlich mit unserem Letztgeborenen? Der ist jetzt auch schon 6 Jahre alt. Der ist Diplomatie 1, Bildung 1. Also auch er würde den Diplomatieweg bevorzugen. Das heißt, wir gehen bei dir auf die Diplomatieausbildung. Habe ich das schon gewählt? Ah, hat er schon. Ach so. Und als Auszubildender würde ich jetzt auch mich reinsetzen. Er hat wahrscheinlich gute Ansprüche. Yep. Bin nicht ganz sicher, woher er die hat. Von seinen Großeltern. Ach, wir haben ja die... War die Alof? Nee, von seinem Papa halt, ne? Von seinem Papa hat er die. Ah, von seinem Opa hat er die. Von seinem Opa mütterlicherseits müsste das dann sein. Wäre jetzt mein Tipp. Wahrscheinlich von der Mama, oder? Ja, von der Mama, der Papa. Hat er die bekommen? Shit. Ach, ich sehe schon, das wird nicht gut ausgehen. So, je mehr unser Orden mit Namen Jomsvikinger wächst, desto mehr Land brauchen wir. Die Stadt von Trim. Wo ist die Stadt von Trim? Die Stadt von Trim ist hier oben. In Düflin. Wir könnten das dem Orden übergeben, würden dafür 138 Gold bekommen. Hätte ich gesagt, ja, machen wir. Ja, mit der Kohle. Und dann wird hier mal kurz geplündert. Wir sind jetzt bei 338 von 655. Wir setzen unseren Plünderer ein. Jetzt habe ich schon 2 Plünderer. Und nach Jerusalem marschieren wir nach Hause. Wir sind bei 55 Vorräten. Wichtig ist nur, dass wir noch mit mindestens einem Mann nach Hause kommen. Das ist das Wichtige. Na gut, aber ihr seht schon, ne, es ist eine zähe Nummer aktuell. Es ist eine zähe Nummer. Würde jetzt vielleicht doch dann auch mal anfangen, die Titel zu erstellen und zu vernichten wieder. Oder zu vernichten und zu erstellen, besser gesagt. Damit wir... ...noch Prestige bekommen. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier unten gibt es noch 24, 31. Wir nehmen die 2 noch mit. Aber Hauptpunkt wird hier oben. Werden die 88 Gold hier.
Und dann sollten wir schon fast durch sein eigentlich. Sollten wir schon maximal haben. So, auslösen. 10 Gold, jawohl. So, hier 81 Verluste. Wir sind bei 544. Jetzt noch die 80 hier. Dann haben wir eine randvolle Schatzkiste. So. Wunderbar. Optimal gelöst. Wir haben noch 30 an Versorgung. Rein mit dem Logistiker. Und raus aufs Meer und nach Hause jetzt. Das lief jetzt überraschend gut aktuell. Das lohnt sich noch nicht mit dem neuen Titel schaffen, meinst du? Wir haben noch nicht genügend Geld, meinst du, oder? Dass wir das oft genug machen können. So, ihr kommt mal hier rein. Wir haben jetzt aktuell 1700. Wir brauchen noch wie viel Prestige? Jetzt kommen nochmal 600 Prestige dazu. Das heißt, wir sind bei 7000 und haben dann noch nicht mal die Hälfte. Wie sollen wir denn das noch alles schaffen, Leute? Die nächste Jagd gibt es 9.16 im September. Kann man irgendwo noch... Ah, da bekommt man wieder Geld. Ihr wisst, wie das abläuft, oder? Ihr wisst, wie das jetzt abläuft. Wir kommen jetzt wahrscheinlich auf so 10.000 hoch. Und dann sterben wir. Ja, Konkubinen geben meines Wissens kein Prestige mehr. Konkubinen geben meines Wissens kein Prestige mehr. Oh, aber wir verlieren Prestige. Jetzt komischerweise, wisst ihr, was das war? Wir haben ja ganz am Anfang mal gesucht, weil ich immer was im Hinterkopf hatte, dass eine Konkubine einen Malus gibt. Aber wir haben nichts gefunden. Kann es sein, dass diese Konkubinenschwelle, dieser Malus, erst kommt, wenn man Herzog ist? Das könnte sein. Komm, wir holen uns mal die Konkubine hier. Ihr habt scheuliche, klumpfüßige Zwergin. Aber sie ist... Oh, sie ist noch 39. Ja, komm. Komm an meine Brust. Damit wir wenigstens nicht Prestige verlieren. Oh Gott. Oh Gott. Ansonsten Gefangene, dass wir da noch... Ist ja niemand mehr da jetzt. Die Prinzessin hier. Na gut, wir werden mal kurz die Meinung unserer Konkubine verbessern. Glauben annehmen, nee. So. Ah, es ist so knapp, ne? Es ist so knapp jetzt. Einmal bitte auslösen, jawohl. Kann man über den Gerichtskampf noch was bekommen? 150 Prestige, wenn wir erfolgreich sind. Aber dann müssen wir bis zum Tod kämpfen. Okay, das muss dann auch nicht unbedingt sein. Nee, kein Gerichtskampf. Guck dir mal die Werte an, die wir haben hier. Das ist nicht in unserem Sinne ein Gerichtskampf, auch wenn es dann ein bisschen Prestige geben würde. Wo ist mein Schiff eigentlich? Wo sind meine... Sind die schon da? Sind die schon angekommen? Wo ist mein Schiff? Ah, da sind sie. Kommen an mit 12 Versorgung noch. Sehr schön. So, auflösen. Also, ein bisschen Geld, bisschen Beute.
Das heißt, nächster Schritt. Cordoba ist. Nee, ist immer noch geplündert. Nächster Schritt wäre dann Ägypten hier unten, ja. 6100. Ist schon auch eine knappe Kiste jetzt. Aber wir können es ja mal probieren, dass wir mit 6000 hier runterfahren. Und vielleicht können wir ihn ganz gut verprügeln dann. Ah, nee, nicht zusammen wieder. So, Bildungsvorzug. Hände waschen wahrscheinlich. Und wir können jetzt wechseln auf die Majestät. Mit plus 1 Prestige. So, dann kommt hier ein Versorgungsmeister rein. ...6900, auf geht's nach Ägypten, Leute. ...2400. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es kostet, einen Titel wieder zu erstellen. Kann ich mal nachgucken, was das kostet beim Königstitel? 250, dann wird es beim Herzogstitel wahrscheinlich um die 150 oder so sein. Oder 125, vielleicht die Hälfte. Und das heißt, ich habe 125, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Bei 2000 sind es 16 Mal, wo ich das machen kann. Und wenn man dann mal rechnet, 16 Mal, was gibt das Prestige? 16 Mal, ich glaube 300. Oder? 300? Sind es 4800 wären das dann. Grob überschlagen. Also lohnt sich das momentan erst, wenn wir so bei 10.000 angekommen sind. Und wir sind schon 67 Jahre alt. Das wird so eine knappe Kiste. Ah. Ich hätte es gern gemacht, aber naja. Drückt die Daumen, Leute. Drückt die Daumen, dass unsere Schiffe, wo auch immer die gerade unterwegs sind, dass unsere Schiffe schnellstmöglich plündern. Wir suchen uns natürlich auch immer den weitesten Weg zum Plündern. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar sinnvoller wäre, wenn wir hier oben einfach mal die Küste einfach durchplündern. Ne? Auch wenn es immer nur so 14, 10 Gold sind, der Weg wäre halt viel kürzer. Es schmerzt mich sehr, das muss ich schon mal sagen. Es schmerzt mich sehr. Ist auch, also diese Voraussetzungen auf Sagen umwoben. Das ist auch ganz schön irrational. So, Byzanz hat vielleicht Krieg? Nein, 11.000 Leute. 11.000 Leute. Ich würde es ja schon ganz gern mal riskieren, aber das spricht alles dagegen quasi. Spricht alles dagegen. So, wir marschieren jetzt mal direkt rein hier, weil es hier am meisten zu holen gibt, oder? 41, das war aber schon mal mehr. Oh nein! Leute, wieso sagt denn niemand was? Wieso sagt denn niemand was, dass wir gar keine Wikinger... Wir lösen mal unsere Truppen auf. Gott sei Dank können wir die direkt auflösen. Kapitaler Fehler! Wer ist dafür verantwortlich? Welcher Kopf muss denn da rollen? Könnt ihr mir das sagen, liebe Leute? Dass wir hier mit einem ganz normalen Trupp
anstatt hier unserem Überfallkommando ins Feld ziehen. Irgendein Kopf muss hier rollen. So, hier ist alles geplündert. Meine Güte. Das ist ja 20. Es ist einfach so wenig da. So, wir brauchen unbedingt einen Kartenmodus, der einem anzeigt, wie wohlhabend so eine Region ist. Anders macht das hier irgendwie keinen Sinn. Du musst die ganze Karte absuchen. Nur um irgendwo eine versteckte Stadt oder eine Burg zu finden, die ein bisschen mehr Geld hat wie der umliegende Rest. Fahre ich hier ohne Plünderer runter? Na gut, wieder würde ich mal sagen, so 2-3 Monate vertan. Habt ihr noch Vorschläge, wie wir hier Prestige generieren können? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, um Prestige zu generieren? Oh, kann ich mich nicht scheiden lassen und dann wieder heiraten? Und dann wieder scheiden lassen und wieder heiraten? Wie läuft hier bei den Nordmännern die Ehescheidung ab? Wir verlieren Meinung aktuell. Kostet uns Frömmigkeit. Kein Problem bei Frömmigkeit. Wäre das eine legitime Möglichkeit, dass wir hier uns einfach mal scheiden lassen? Bekommst nur Prestige, wenn sie vom Rang höher ist als du. Ich glaube beim gleichwertigen Rang dann auch, oder? Aber nicht ganz so viel. Ich glaube 400 waren es beim Königreich. Jetzt, wenn wir zum Beispiel hier rüber heiraten würden und so eine Tochter heiraten würden, hier. Aber dann bekommt man erst das Prestige, wenn die erwachsen ist. Wenn die Heirat vollzogen wird, glaube ich. Wir haben lauter so kleine Töchter nur. Ärgerlicherweise. Oh Mann, das könnte man natürlich auch noch probieren hier. Westfranken vielleicht rüber heiraten. Das ist halt echt ein Assi-Move einfach, wenn ich mich jetzt einfach mal scheiden lasse. Das ist halt echt einfach gemein. Aber ich glaube, wir probieren es mal aus. Vielleicht können wir die gute Dame wieder heiraten, wenn's. Ich werde die mal markieren. Wir markieren uns die mal. Und vielleicht. Ich fühle mich sehr schlecht dabei. Das kann ich euch sagen. Ich fühle mich sehr schlecht dabei. So, Prestige. Haller 16. Haller müsste schon Prestige geben. Und 500! Leute, 500 bei Haller.